Daube anzulegen, Herr Pultsch. Frau Präsidentin, verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher auf der Besuchergruppe, liebe Oberfranken. Das Thema, da sage ich dir einen grünen Danke. Wir haben das Thema, seit 2008 im Bayerischen Landtag sind, haben wir das Thema angestrebt oder haben wir das Ziel gehabt, dass wir dem Thema endlich näher drehen, den Energiekonzernen, den vier großen Atombetreibern hier Schranken aufzuweisen. Denn es ist von meinem Vorredner Martin Stümpfe genau erklärt worden, dass im Prinzip die momentane Situation die ist, und das kriegen wir auch in den Jahresberichten der Atomkonzerne mit, dass sie ein Stück weit den Umbau in die erneuerbaren Energien verschlafen haben, haben mit dramatischen Unternehmenseinbrüchen zu tun. Und jetzt hören wir, oder es dämmert schon am Horizont, zu sagen, wie kriegen wir dieses Thema mit einer Bad Bank, wie kriegen wir es hin, Kraftwerke auszulagern. Es geht ja nicht nur um Atomkraftwerke, es geht auch um einen anderen Kraftwerkspark, den die Atomkonzerne ausgliedern wollen. Und damit muss man ganz klar sagen, mit diesem Ausgliederungseffekt will man eins tun, man will die Kosten für den Rückbau sozialisieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das muss in unserem Interesse sein, das muss im Interesse des Freistaat Bayern sein, das muss im Interesse des Bayerischen Landtags sein, dass wir das verhindern. Wir haben in Bayern mit den Blöcken in Grafenrheinfeld, mit den drei Blöcken in Gundremmingen und mit Isar 1 und 2 haben wir 6 Blöcke, die in Bayern zurückgebaut werden müssen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Deutschland ein Atomkraftwerk, das aktuell zurückgebaut wird. Das steht als Erbe aus der Wiedervereinigung in Greifswald. Und dort ist momentan der Rückbau schon im Gange und dieser Rückbau hat Milliarden schon verschlungen. Wir haben aber auf der anderen Seite Rückstellungen von 36 Milliarden, die momentan für den Gesamtrückbau zur Verfügung stehen. Und dort liegt auch das große Risiko zu sagen, diese Kosten, so wie sie aktuell sich entwickeln, werden nicht ausreichen, um die Atomkraftwerke deutschlandweit rückzubauen. Und dann stellt sich für uns doch die Frage, jahrelang wurden die Atomkonzerne erst in der Förderung, in der Entwicklung, in der Forschung ganz stark durch öffentliches Geld gefördert. Sie wurden nicht nur national, sie wurden europaweit gefördert. Und es kann doch nicht sein, dass am Ende eine Ausgliederung in eine andere Unternehmensform, in eine in Anführungsstrichen Bad Bank, dazu führt, dass die Gewinne im Prinzip im Unternehmen kapitalisiert wurden und am Ende die Bürgerinnen und Bürger dafür gerade stehen müssen und für den Rückbau, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wie gesagt, da ist unser Petitum an die bayerische Wirtschaftsministerin, dass sie auf Bundesebene sich dafür einsetzen, dass wir diese 36 Milliarden in eine sichere Finanzform bekommen. Und wenn der Kollege Hofmann die Frage stellt, natürlich wie die sichere Form der Geldanlage ist, dann ist es natürlich ein berechtigter Einwand zu sagen, ob eine Stiftung das Geld besser anlegen kann. Aber Kollege Hofmann, die haben die Bayerische Landesstiftung mit 800 Millionen. Die war nicht immer ganz stabil aufgestellt. Aber man hat die Landesstiftung in den letzten Jahren umgebaut in eine sehr sichere Geldanlageform. Und man hat als Freistaat Bayern in der Landesstiftung das Kapital in Rentenpapieren angelegt, die über Versicherungskammer Bayern, über die Allianz angelegt werden. Und ich würde doch schon sagen, dass wenn wir hergehen und unser Geld in Rentenpapieren, in Rentenversicherungen anlegen, dann ist es auch zukunftsträchtig angelegt. Und dann glaube ich, ist es auch so, dass wir dort eine Anlageform gewählt haben, die für künftige Generationen zumindest mehr Sicherheit darstellt, als wenn wir das Kapital im Unternehmen lassen und am Ende bei einer Pleite das Geld letztendlich dem Staat oder dem Zugriff der öffentlichen Hand entzogen wird und wir am Ende die Gesamtkosten sozialisiert bekommen. Von daher unser Antrag zu sagen, wir wollen dieses Geld in einen öffentlichen Fonds übergeführt haben, so wie bei den grünen Kollegen. Den Antrag der CSU wollen wir oder können wir so leider nicht zustimmen. Wir werden uns enthalten, weil sie vom Status quo sprechen. Und wir nach wie vor im Status quo die Sorge haben, dass bei all den Ankündigungen, die momentan laufen, es eigentlich darum geht, eine Bad Bank zu schaffen. Und es kann nicht
im Interesse unserer bayerischen Bevölkerung, aber auch bundesweit nicht im Interesse der Gesellschaft sein. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Bitte bleiben Sie am Rednerpult, Herr Glauber. Wir haben eine Zwischenbemerkung vom Kollegen Hofmann. Herr Kollege Glauber, die Frage, ob wir mit Rentenpapieren die 4,8% erwirtschaften, das ist eine spannende. Und ich fand es ein wenig schade, dass der Kollege Stümpfig so getan hat, dass um die 4,8% geht es nicht. Diese 4,8% sind derzeit den Unternehmen auferlegt. Die müssen zuerst einmal inflationsbereinigt die Maßgaben der Rücklagen hochrechnen und dann müssen sie es wieder abzinsen. Das ist also das, was das HGB und das internationale Handelsrecht ihnen vorgibt. Wir können ihnen nicht einfach das Geld entziehen und sagen, uns ist aber wurscht, ob wir die 4,8% erwirtschaften oder nicht. Deswegen halte ich es für problematisch. Aber einen anderen Punkt, und im Übrigen, wer sagt, dass das auch kein Problem ist, bei 18 bis 20 Milliarden auf 28 Jahre reden wir bei 4%, bei 4,8% über 24 Milliarden Euro haben oder nicht haben durch den Zinseffekt. Und das ist schon ein Punkt, der, wenn wir dann nicht haben, dann möglicherweise ein Problem ist, das auf den Steuerzahler zukommt und nicht auf die Unternehmen, wie es bis jetzt zumindest geregelt ist. Und deswegen möchte ich da schon mal darauf hinweisen. Aber einen anderen Punkt, weil Sie da in der Hinsicht für diesen externen Fonds auch sprechen. Zum einen, wie wollen Sie das Problem, das von vielen Verfassungsrechtlern angebracht wird, mit dieser sogenannten erdrosselnden Wirkung auf die Unternehmen handhaben? Das würde mich interessieren. Und vor allem würde mich interessieren, wie Sie glauben, dass wenn wir diesen Eingriff mit einem externen Fonds vornehmen, wie Sie glauben, dass die Kernkraftwerkbetreiber darauf reagieren? Werden die sich das einfach gefallen lassen oder werden sie dagegen klagen? Und wenn sie dagegen klagen, wie soll sowas vor dem Bundesverfassungsgericht möglicherweise enden angesichts des Grundrechtskatalogs von Eigentumsfreiheit, von Berufsausübungsfreiheit und so weiter und so fort. Also, so, bitteschön. Kollege Hofmann, ich muss schon sagen, also es geht doch, wir sind ein bayerisches Parlament, wir sind bundesweit dafür da, die Bevölkerung vor zunehmenden Kosten zu schützen. Und Sie sprechen davon, und ich meine, die Diskussion der Bad Bank haben doch die Unternehmen ins Spiel gebracht. Also sprich, die Unternehmen malen ein Szenario an den Horizont zu sagen, wie sozialisiere ich Kosten? Und da sind wir doch als Politiker gefordert, und ich glaube auch der Bayerische Landtag zu sagen, dieses Szenario am Horizont, Kosten zu sozialisieren, kann doch noch nicht in unserem Interesse sein. Und ob es dann am Ende 4,8% wirklich als Rendite dastehen, sicher muss sein, dass am Ende diese 36 Milliarden plus für die Zukunft, für den Rückbau mindestens zur Verfügung stehen, weil ich heute es nicht voraussagen kann, wahrscheinlich auch ich nicht mehr politisch tätig bin, aber ich davon, das wird dann auch mal im Protokoll stehen, die heutigen Kosten, die als Rückstellungen dastehen, werden für den Rückbau der deutschlandweiten AKWs nicht reichen. So, herzlichen Dank. Als nächsten Redner bitte ich jetzt den Kollegen Kirchner zum Rednerpult.